Mesh Intercom on. Open Mesh Channel 1. Und damit willkommen zum Versuch Nummer 2. Ja. Warum Versuch Nummer 2? Weil, wir waren gerade hier in Holzkirchen bei McDonald's gewesen. Wir hatten einen Bärenhunger. Und ja, sagen wir mal so, irgendwie hat die Kamera während dem Weg aufgehört aufzunehmen. Dabei waren da so schöne Aufnahmen dabei. Hallo! Hallo! Dabei waren da so schöne Aufnahmen drauf, dass schade ist. Aber er hat sie irgendwie auch nicht mehr repariert bekommen. Naja, was soll man tun? Nee, das ist jetzt so. Entschuldigen Sie, wie komme ich am schnellsten zum Krankenhaus? Stellen Sie sich einfach etwas in die Mitte der Straße. Spaß. Ja gut, damit Hallöchen und wieder da, ne? We're back in business, ja genau, was er sagt. ja genau, was wir außerdem jetzt uns gedacht haben, während wir uns da richtig schön einen reingepfeffert haben, was Essen angeht. Oh ja. Ne, also es war richtig, richtig geil, Bonus. Fettig. Ja. Ja, endlich mal wieder Kalorien, pure Kalorien. Ich war beim Hinweg jetzt ein bisschen verstrahlt, ja. Ich weiß auch nicht. Vermutlich, weil ich jetzt seit gestern nichts gegessen hatte. Und ja, das kann gut sein. Jetzt wird es der Magen voll, jetzt ist die Stimmung wieder weiter oben. Also, ich meine, sie war eh schon weit oben, wenn man sich das Wetter anschaut. Da ist sie eh schon weit oben, aber... Noch weiter oben, das ist wirklich fantastisch, ja, das stimmt. Das ist wirklich eine unglaubliche... Oh ja, ja. Eine unglaubliche Wetterlage. Ja, aber es stellt sich für mich teilweise immer noch die Frage, ja, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Hochzeitshorn und einem Leichenschmaus? Ne? Ein Gedeck weniger. Es ist grob. Ja, es ist grob. Wenn meine Frau singt, also ich habe jetzt keine Frau, aber wenn meine Frau singt, gehe ich immer raus und ja, ich spreche dann auch immer mit den Nachbarn. Damit sie nicht denken, ich schlag sie. Richtig, genau. Und wusstest du, dass, also ich war letztens bei meinem Arzt, der hat gesagt, übergewichtig. Sein ist nicht gut für die Gesundheit. Also ich bin eindeutig viel zu dick. Da habe ich dann gesagt, ja, ich würde gerne noch eine zweite Meinung hören. Der Arzt hat dann gesagt, sie sind außerdem hässlich. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die schönste im ganzen Land? Der Spiegel sagt, keine Ahnung, du blockierst mich ja die ganze Sicht. Da reicht ja schon mal Füße hoch, langsam nicht mehr dann. Sie so, küss mich nochmal und ich gehöre für immer dir. Ich denke mir so, danke für die Warnung. Da hat einmal ein Clown heute gefrühstückt, oder? Ja, was ist gemein, einem Blinden eine Kinokarte zu schenken? Und was ist fies, wenn es ein Stummfilm ist? Schwarz, der Humor, der ist schwarz. Black as hell, man. Was sagen Sie dazu, dass Ihr Sohn 15 Leichen zerstückelt, abgehackt und in Kisten gelagert hat? Ja, war schon als Kind sehr ordentlich. Wenn du einen Korb bekommst, einfach sagen und zu dir leise flüstern, ja, nicht mal die hässlichen kriege ich ab. Nee. Nice. Ein Senior zum anderen, ich fühle mich wie neu geboren. Keine Haare, keine Zähne und die Hose. Und die Hose mache ich auch noch. Oh, hier ist ja 70. Ja. Ganz entspannt, gell? So versteht man sich gut und ich meine, wir haben hier keinen, den wir aufhalten und so. Richtig. Und ich meine, wenn wir jetzt schnell fahren, müssen wir wieder anfangen zu überholen, weil da vorne irgendwo ein Laster ist und das stimmt. So ist ja ganz entspannt. Ganz entspannt, 70. Ja, ja, wir sind ohne Stress heute, stresslos. Stressfrei, Baby! Oi, 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 oi. Oh ja, einmal die Achseln schwitzen. Singt auf Beerdigungen. Und was habe ich letztens mal für ein Video gesehen? So Schlager oder ähnliche, also so Schlager, ja. Die man besser nicht auf Beerdigungen spielen sollte. Scheiße. Ja, was macht eigentlich ein Bäcker ohne Arme und Beine? Rumkugeln. Durchsage auf der Titanic. Hiermit nominieren wir alle Passagiere für die Eisbacke-Challenge. Ja, und wer in einem Stück Pfannkuchen stirbt, der krepiert.
Nee, nee. Was macht ein Zombie am Strand auf der faulen Haut liegen? Was sagt ein Leberkranker nach dem Sex? Kann stecken lassen. So, Kinder, heute grillen wir auf Griechisch, ohne Kohle. Wie war die Stimmung in der DDR früher? Hielt sich im Grenzen. Was ist der Unterschied zwischen einem Arzt und einem Polen? Der Pole weiß, was dir fehlt. Stimmt, er hat's ja genommen. Mir ist kalt. Mir ist ganz kalt. Oh, da ist ein Hund. Oh, der Hund schaut aus dem Fenster zu ziehen. Ja, schau mal, ein feiner Hundi. Oh, so mein... Drop the gears. Drop the gears. Warte, dann fahr ich. Ja, oder so. Der Arzt hat gesagt, ich soll meinen Kummer trinken. Aber mein Mann will nicht ins Wasser. In jedem Mann steckt etwas Gutes. Und wenn es nur das Küchenmesser ist. Mein Arzt hat gesagt, ich soll das Bier streichen. Das blaue Flaschen trinkt sich auch entspannt. Die Frau stöhnt voller Schmerzen auf der Geburtsstation. Er tut mir leid, dass du so leiden musst. Sie, mach dir keinen Kopf. Du kannst nichts dafür. Wollen Sie mal wieder Motorradfahrer hier aufregen? Nee. Nee. Immer nur am Beschweren. Wir haben uns aus religiösen Gründen getrennt. Mein Mann dachte, er wäre Gott. Was ist ein Mann in Salzsäure? Ein gelöstes Problem. Ja. Mann zu Frau, wir waren ewig nicht mehr im Bett. Frau zum Mann. Ja, du nicht. Was ist ein Mann zwischen zwei Frauen? Eine Bildungslücke. Meine Frau hat gesagt, ich soll mehr zu meiner weiblichen Seite stehen. Habe jetzt ein Auto geschrottet. Der geht sogar noch besser, wenn man ihn noch länger macht. Also selber anfangen mit, meine Frau hat gemeint, ich soll mehr zu meiner weiblichen Seite stehen. Habe jetzt das Auto geschrottet und bin den ganzen Tag ohne Grund sauer. Geil. Let's go. Lego! Ich suche seit Jahren nach dem Mörder meiner Frau. Was? Deine Frau ist ermordet worden? Nein, nein, wie gesagt, ich suche noch. Kennst du Kill the Boss, den Film? Ja, ja, ja. Wo sie auch eine Anzeige schalten, um einen Mörder zu finden. Ja, dann kommt einer her. Für hier, diese Golden Shower Games und so weiter da. Ja, genau. Mein bestes Stück, ne? Weißt du, was ich meine? Ja, ja. War im Guinness Buch der Rekorde. Oh. Dann wurde ich aus der Bibliothek geschmissen. Ja. Gestern hatte meine Freundin Fieber und musste sie extra in die Küche tragen, damit sie mir Frühstück macht. Musste heute früh mein Auto vom Schnee mit dem Besen befreien. Ich hoffe, meine Frau ist nicht wütend, wenn ich mein Gefährt mit ihrem Fass. Deine Mutter arbeitet bei Ikea als die unterste Schublade. Deine Mutter hat Schulden bei Wer wird Millionär. Deine Mutter kocht Wasser nach Rezept. Deine Mutter zieht Flipflops mit einem Schuhlöffel an. Da fliegt er dahin. Die Rakete auf zwei Rädern. Deine Mutter arbeitet in der Losbude als Miete. Die ersten Worte meines Sohnes, wo warst du die letzten 20 Jahre? Herr Micho. Was bleibt dem Papst, um beruflich aufzusteigen? Sterben. Wie bekommt man Kaugummi am besten aus den Haaren? Krebs. Was wiegst du eigentlich? Warte, nur die ersten drei Zahlen. Oh, ich habe gestern die Zeitungsjungen verprügelt, weil wer aushält, kann auch einstecken. War ein schönes Video. Gut gemacht. Haben Sie gute Witze erzählt? Danke. Genau, dann bis zum nächsten Mal.